Hey Marke von Mobile Geeks, ich schaue mir heute zusammen mit euch die DJI Action 2 an und das hier ist die Dual Screen Combo. Die eigentliche DJI Action 2 ist dieses klitzekleine Ding hier. Tatsächlich ziemlich kompakt. Wir haben hier ein 1,76 Zoll OLED Display auf der Seite und in der Dual Screen Combo gibt es halt nochmal einen zweiten Screen. Und der Witz an dieser Sache oder das Besondere an der Action 2 ist halt, dass man bei DJI gesagt hat, okay, wir versuchen mal diesen Standard GoPro Formfaktor ein bisschen aufzubrechen. Und ja, ich weiß, es gab auch schon mal so eine ultra kompakte GoPro, aber hier, die hatte einiges mehr, glaube ich, auf dem Kasten, diese kleine DJI. Und in diesem Video rede ich mal kurz über die technischen Daten mit euch, über die, über das, was die Kamera kann, was sie nicht kann, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und am Ende, ich bin tatsächlich zum ersten Mal seit, ich glaube, 3 Jahren aufs Skateboard vor euch gestiegen wieder in meinem hohen Alter und habe dann gemerkt, ich sollte mit einer Action Cam vielleicht doch eher die Leute filmen, die es drauf haben. Aber gibt ein ganz cooles Video am Ende, also wo man so ein bisschen mal sehen kann, was die Action 2 alles so drauf hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt mal kurz an. Fangen wir mal kurz mit den technischen Daten an. Also ich habe ja schon gesagt, das hier ist ein 1,76 Zoll großes OLED-Display. Dasselbe gilt natürlich jetzt hier unten für dieses doppelte Display auch. Das ist auch 1,76 Zoll, ist auch OLED. Hier ist nochmal zusätzlich eine Batterie mit drinnen. Wir haben hier ein, der Bildschirmsensor ist 1x1,7 Zoll groß. Wir haben eine Aufnahmemöglichkeit bis 4K 120 Frames. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Wir haben optische Bildstabilisierung drin. Das heißt, bei DJI ist das der Rock Steady. Wir haben ein 155 Grad Field of View. Wir haben, Batterielaufzeit ist ein spannendes Thema. 70 Minuten, 160 Minuten oder bis zu, muss man sagen, bis zu 160 Minuten. Und dann gibt es auch nochmal ein Battery Pack. Und mit dem Battery Pack hat dann die DJI Action 2 bis zu 180 Minuten Aufnahme. Und ich sage hier dieses bis zu halt, weil ich glaube, das hängt ganz, ganz stark drauf an, in was für einer Auflösung ihr filmt. Es ist bei 4K 120 Frames, sage ich mal so, war ich schon ganz froh, dass man hier diesen Austausch dieser Batterien sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht macht. Und dieses Klicken hier, dieses magnetische Klicken, klingt echt ganz nice. Das ist übrigens auch eine für mich der größten Neuerungen hier bei der Action 2, dieses Klicksystem. Ihr seht das, ihr müsst im Prinzip nicht viel machen. Ihr habt aber hier wie so zwei kleine Haken. Hier sind starke Magneten drin. Also wenn ihr es verkehrt herum macht, wie das so mit zwei Magneten ist, dann klappt das nicht. Und diese Magnete, die haken mehr oder weniger auch sofort ein, wenn ihr hier drin seid. Ne? Und das Ding sitzt hier sehr, sehr sicher. Also von diesem Schnellverschluss her, muss ich dazu sagen, finde ich das Ganze tatsächlich einen interessanten Ansatz, dass man bei DJI sagt, okay, wir versuchen mal einen anderen Formfaktor zu machen, mit diesem Vorteil halt vielleicht, dass man die Kamera schnell woanders hinklicken kann. Ich habe jetzt hier, das ist zum Beispiel eins der Teile, die im Lieferumfang mit drinnen ist. Es nennt sich einmal der Magnetic Mount Adapter und ihr seht, das ist das Teil, nicht, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Das ist der Magnetic Ball Joint Adapter Mount. Das ist also hier so ein drehbarer Ball. Und dann habt ihr auf der Seite, könnt ihr hier eine Standardverschraubung nehmen. Also ihr könnt hier auch Standardstative hinten reinschrauben. Oder, das fand ich tatsächlich ganz cool, hier ist so ein Nanomaterial, wie so eine Klebefläche mit drin. Die könnt ihr abziehen. Und dann könnt ihr das Ding im Prinzip hinkleben, wo ihr wollt. Zack, da oben hin, hängt die Kamera rein und dann könnt ihr es noch ein bisschen anpassen und schon habt ihr sie irgendwo platziert, wo ihr es gerade wollt. Das funktioniert halt echt super schnell, ist eine coole Sache, ist auch ziemlich fest, soll theoretisch sogar am Auto draußen haften. Habe ich jetzt nicht getestet, hatte kein schönes Auto da zum Testen. Und wie gesagt, dieses Schnellverschlussdingen, ihr könnt das, und das finde ich tatsächlich halt, wie gesagt, ziemlich cool. Ich mache es nochmal gerade. Habt sie oben irgendwo hängen. Sekunde, auch einmal kurz fixieren. Zip. Naja, falsch angeklebt, aber ihr versteht, was ich meine. Dann macht ihr die Kamera ab und habt ihr was, ein kleines Handstativ, das ist zum Beispiel ein Extra. Das Teil hier oben ist Standard, das heißt, dieser Adapter mit dem GoPro Mount, der ist auf jeden Fall dabei. Und dann, zack, und schon könnt ihr weiterfilmen. Und ihr sagt, Batterie reicht nicht, ich nehme dann halt eben kurz
das Dual-Screen dran und dann hefte ich das Ganze wieder unten dran. Und dann könnt ihr im Prinzip Solos filmen, wenn ihr wollt. Das, wie gesagt, finde ich tatsächlich ganz cool von der ganzen Art und Weise, wie das gemacht worden ist. Dieser Schnellverschluss wird sich zeigen, wie die Kunden darauf reagieren. Und vor allem, wie gut es hält. Ne? Das ist jetzt hier zum Beispiel so ein kleines Stativ von DJI, was man dazu kaufen kann. Preise und sowas, das könnt ihr alles nochmal im Blog nachlesen. Was das Zubehör und sowas kostet. Wir reden kurz noch vielleicht darüber, was die Dual Screen Combo kostet. Die soll nämlich 520 € kosten. Und jetzt kommen wir nämlich genau zu diesen Fragen. Erstens, wird sich das hier tatsächlich gegen das System von GoPro durchsetzen? Ja, nein, das kommt darauf an, was da so an Zubehör auf den Markt kommt. Zweitens, für 520 € liegt man halt auch sehr nah daran, was die GoPro Hero 10 kostet. Da muss man entscheiden, wie cool man das hier halt findet. Die Hero 10 kann im Prinzip 5,3K, also die kann ein bisschen mehr Auflösung. Und ihr seht das, das ist ja als Actioncam vermarktet und ich habe ein klein wenig Sorge. Ihr seht, wie das bei so einer Actioncam ist. Die ist mir natürlich auch schon hingefallen, mehr als einmal. Das ist halt, wenn man mit dem Ding ins Skatepark geht. Und jetzt ist hier zum Beispiel... An der einen Seite greift dieser Verschluss nicht so ganz. Und das ist, das ist halt uncool. Da habe ich ein bisschen Sorge. Da wird sich so ein bisschen zeigen, wie gut das Ding tatsächlich im Alltag mit diesem kleinen Clips hält. Wenn es mir nicht hingefallen wäre, hätte ich euch jetzt wahrscheinlich gesagt, genial. Weil ich bin da auch grundsätzlich, das ist jetzt an dem, leider ist das Ding auch noch hier an dem zweiten Display passiert, dieses Hinfallen. Das ist natürlich schade. Ansonsten, das Ding hält schon stabil und ihr seht, ich hau das hier gerade gleich gegen meinen Monitor. Also das macht schon einen super geilen Eindruck. Es darf halt nicht kaputt gehen in der Praxis. Das wird sich so ein bisschen zeigen. Mit dem Dual Screen ist natürlich so für mich, Vlogging ist das eine coole Sache. Weil dann kann man auch sehen, ungefähr, wo man hinzeigt, ne? Da ist die Kaffeemaschine oder sowas. Dafür ist das cool. Mikrofone sind auch reichlich drin. Wir haben hier 3 Mikrofone an dem Ding drin. Von der Audioqualität her soll das also auch sehr gut sein. Wenn ihr dann nochmal den Dual Screen habt, habt ihr sogar nochmal ein zusätzliches Mikrofon mit dabei. Das, falls ihr euch fragt, hä, wie ist das? Das Teil hier selber ist bis 10 Meter wasserdicht. Finde ich also auch ganz cool. Das heißt, ihr könntet... Der Screen übrigens ist nicht wasserdicht. Das steht auch nochmal extra groß drauf, für den Fall, dass das Leute nicht mitbekommen. Hinter jeder Warnung, hinter jedem Schild hängt eine Story. Aber so könnt ihr mit dem Ding halt quasi jetzt ins Wasser reinspringen und euch filmen im Schwimmbad. Das Teil hier selber hat keinerlei Ladeanschluss. Das hat einen integrierten Speicher. 30 GB passen hier drauf. Wenn ihr eine SD-Karte benutzen wollt, dann müsst ihr die im Prinzip hier entweder in eurem Power-Adapter, Power-Pack, oder halt jetzt hier in diesem Dual-Screen-Pack, passt dann hier die normale SD-Karte rein. Und hier könnt ihr dann auch das Power-Pack quasi... Ich habe sie. Hier könnt ihr das Power-Pack dann halt auch per USB-C laden. Und das heißt, in dem Moment, wo ihr das Ding quasi hier anheftet, lädt er auch automatisch mit. Und ja, das ist so, was ich dazu zu sagen habe. Die Bedienung selber können wir gerade auch nochmal durchgehen. Die ist auch so, wie man es von den Action-Cams her kennt. Ihr könnt hier von oben runterwischen, sage ich mal. Ah, Moment. Jetzt gerade ist der Bildschirm dran. Da muss ich also jetzt erst... Das ist ein bisschen schade. Man kann immer nur einen Bildschirm bedienen. Ihr habt hier das, was man so kennt. Ihr könnt hier die verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten ändern. Und jetzt seht ihr hier schon 4K und 60 Frames. Das ist das Maximale, beziehungsweise hier... Die 4K in 4:3 mit 60 Frames. Ich habe aber gerade gesagt, 4K bis 120 Frames. Dafür müsst ihr in diesen Slow-Motion-Modus wechseln. Hier oben macht ihr übrigens das Rocksteady an oder aus. Das würde ich auf jeden Fall einschalten. Das hat nämlich eine ziemlich gute Bildstabilisierung. In den meisten Fällen sollte das gut sein. Hat sogar Horizon Lock, wenn ihr wollt. Und das ist ein bisschen tatsächlich fummelig, wenn ihr jetzt hier den Bildmodus wechseln müsst. Müsst ihr hier unten, bis ich das rausgefunden habe, so ein bisschen reinswipen. Na, und dann könnt ihr quasi hier einstellen zwischen Foto, das war's, und das verschwindet auch immer so schnell. So, seht ihr, das ist jetzt übrigens jetzt hier die Bilderansicht, die wollte ich euch jetzt nicht zeigen. So, nochmal. Ihr seht, es ist fummelig und obwohl ich sie jetzt schon ein paar
Tage habe, ne? Video, Quick Video, Quick Clip, Slow Motion. Und bei Slow Motion habt ihr dann jetzt auch die Möglichkeit, die 120 Frames zu bekommen. Und ja, dann nochmal weiter, was gibt es noch? Dann haben wir noch den Hyperlapse, also Timelapse, da gibt es dann sowas wie Hyperlapse und Timelapse. Da gibt es hier bei den Timelapse verschiedene Voreinstellungen, Sunset, Custom könnt ihr selber einstellen, hier Clouds, wenn ihr Wolken dementsprechend macht, dann wählt er automatisch quasi vor, wie viele verschiedene Bilder er pro Minute macht. Also jetzt hier bei Crowds macht er alle 4K alle 0,5 Sekunden ein Video. Und dann halt, was man auch so kennt hier von den Aufnahmemöglichkeiten, das berühmte Hyperlapse, habe ich in dem kleinen Testvideo auf jeden Fall auch gleich nochmal mit dabei. Und ja, dann, das sind dann so die Möglichkeiten. Ihr habt hier auch nochmal ein Pro-Format im Prinzip. Also ihr könnt jetzt hier auch nochmal sowas hier White Balance manuell einstellen. Das Color könnt ihr hier auch D-Log normal, D-Cine-like machen. White Balance, also alles hier Auto-White Balance machen wir jetzt auch mal gerade nochmal an. Und Confirm. Und dann seht ihr jetzt auch schon, wie hier so ein bisschen die White Balance gerade, je nachdem, wie es aussieht, hier hin und her wandert. Ja, also all das, was man von der Action Cam quasi so erwartet. Und ja, wie war das jetzt? Ich zeige euch jetzt gleich mal so ein paar Aufnahmen hier am Ende des Videos. Das könnt ihr euch angucken. Dann könnt ihr eigentlich, bekommt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür, wie das Ganze ja aussieht. Was mir gut gefallen hat, ist, sobald ihr irgendwas hier unten dran klickt, wird es oben automatisch mitgeladen. Also wir sind jetzt schon wieder hier bei 93% Batterie und als ich jetzt hier gerade die ausgepackt hatte, bevor ich das Video gemacht habe, war ich hier oben bei 50. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr schnell. Das gefällt mir gut. Auch dieser schnelle Wechsel, das ist ja tatsächlich das, was ich meiner Meinung nach bei der GoPro am ätzendsten ist. Also wirklich mit super ätzend bei der GoPro, ist das, wenn ihr die Batterie wechseln wollt, dass ihr immer erst die Klappe aufmachen müsst, da tut ihr euch immer hier die Fingernägel abreißen. Hier könnt ihr einfach quasi relativ schnell neues Modul dran heften. Müsst ihr natürlich dran denken, entweder ihr habt in jedem Modul eine eigene SD-Karte oder ihr müsst jetzt natürlich noch die SD-Karte hin und her schmeißen. Ich glaube, wenn ich das Ding dauerhaft benutze, werde ich mir einfach in jedes dieser Teile eine eigene SD-Karte reinlegen. Kosten heute ja auch nichts mehr. Und dann einfach quasi so direkt, ja, die, es ist von der Verwaltung her einfach, weil sonst ist der Vorteil des schnellen Wechsels eigentlich irgendwo dahin, wenn ihr dann jedes Mal noch erst die SD-Karte umfummeln müsst. Ja, Zubehör, wie gesagt, gibt es auch so ein paar Sachen zum Start mit. Das Ding gibt es auch nochmal in der wasserfesten Box, für wenn ihr das Dual-Screen-Kombo habt. Die Kombo mit der, nicht mit dem Dual Screen, sondern mit dem Power Pack, die kostet nur 399 € wahrscheinlich. Das ist so der letzte Preis, den ich gehört habe. Wie gesagt, Preise und sowas alles nochmal bei uns auf Mobile Geeks im Blog nachlesbar. Und ja, ich glaube, damit ist eigentlich fast alles dazu gesagt. Gefällt mir, wie gesagt, Aufnahmequalität, also gerade das Rocksteady, sehr, sehr gut. Kann ich mir auch vorstellen, ich werde jetzt mal ein bisschen zum Vlogging, werde ich die jetzt so ein bisschen mitnehmen, um mal zu gucken, wie es ist. In dem Video jetzt gleich bekommt ihr schon mal einen ganz guten Eindruck. Und ja, ansonsten, wie gesagt, diese Zubehörstandards könnt ihr alles so verwenden, wie ihr wollt. Eine Sache, die noch ganz lustig vielleicht ist, ist, es gibt zum Beispiel auch eine Makrolinse. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht für GoPro gesehen, meiner Meinung nach. Wir kennen das ja jetzt so ein bisschen vom iPhone. Die ist auch magnetisch. Sekunde, auch richtig rum. Tada! So, jetzt ist sie magnetisch. Ah, ich hätte es vielleicht auch mal sauber machen sollen. Und jetzt könnt ihr hier halt irgendwie eine Makroaufnahme machen. Ganz nah dran gehen, was sonst halt, wo er sonst niemals scharf stellen würde. Auf dieser, ja, Mont Blanc, genau, das ist jetzt, ihr seht das, ist nochmal eine ganz nette Sache. Und wenn ihr jetzt so nah macht, kriegt ihr das gar nicht mehr scharf. Also so ein bisschen zubehörmäßig auch schlau gemacht hier, magnetisch mit kleinen Kamera, also kleinen Löchern für die Kamera, für die Mikrofone. Und ja, erster Eindruck, gut. Ich bin halt echt mies, dass mir das Ding hingefallen ist. Übrigens für das Thema hingefallen. Auch hierfür gibt es dieses DJI Care. Das ist also der, ja, Versicherungsplan. Da könnt ihr sagen, ist mir hingefallen, und die reparieren das dann für wenig Geld bzw. schicken euch ein neues Teil durch. Den genauen Plan, was der kostet, steht dann auch nochmal in der, ja, im Blogartikel dazu drin. Und ja, ist auf jeden Fall
etwas, was GoPro vor einiger Zeit auch probiert hatte. Die haben es damals nicht geschafft. Dieses magnetische Schnellwechselsystem könnte echt ein großer Vorteil sein, wenn ihr mich fragt. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie ihr es findet in den Kommentaren. Und ja, damit ist das hier ein rundes Video zu der DJI Action 2. Mein Name ist Marc von Mobile Geeks. Viel Spaß jetzt mit dem Video und ich lade das auch nochmal so einzeln hoch. Lasst mich mal wissen, wie es euch gefällt. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.